gesagt, der Corsa ist komplett raus. Ja, die haben dieses Jahr keinen guten Wagen gebaut. Und ein paar Towns halt wirklich ja wieder dahinter nur. Okay, Q2. Es regnet direkt schon. Am Ende wird es trocken. Das heißt, wir bleiben in der Box und schonen unsere Reifen. Wir sind ja nicht ganz so, ne? Nicht aufpassen, dass, wenn es vielleicht nochmal anfängt zu regnen, dass wir vielleicht doch früh genug rausfahren, um halt dem Regen aus dem Weg zu gehen. Aber so wie es aussieht, bleibt es trocken. Das heißt, wir können relativ spät rausfahren. Nachteil ist, die Zweiten werden jetzt vermutlich ihren Versuch schon fahren. Ich sollte mich jetzt auf die Zeit achten, weil trocken bleibt es. Ja, auf die Zeit achten. Ich muss natürlich die Reifen auf jeden Fall auf die Intermediates wechseln. Auf die Trockenreifen wechseln. Ja, Intermediates wäre sehr schlau. Ich weiß halt nur, die fand alle mit Trockenreifen. So. Raus geht's. Mit den Softreifen qualifizieren fürs Q3. Ich habe gehofft, dass ich eigentlich vielleicht mit den Mediumreifen da so einen kleinen Vorteil haben könnte. Aber da leider nein. In Berlin kommen wir auf jeden Fall, da sind wir sehr sicher. Und Moreno und Abdusalam, die werden es nicht mehr schaffen. Dann sind die ersten beiden schon mal draußen. Dann ist die Frage, wer hat die besten Streckenverhältnisse? Das sollten die auf jeden Fall sein. Also, einfacher sollte es auf jeden Fall ins Q3 schaffen. Ob es beide schaffen, wäre wünschenswert. Ein paar da noch rausgefahren sind, da war die Strecke etwas zu trocken und wir haben richtig Rückstand. Er hat richtig Rückstand. Er ist 11. Sie ist 9. Er ist 12. damit. Und kann nicht die Reifen aussuchen. Er ist knapp gescheitert leider nur. Und ich glaube, das war, seit er hier fährt, glaube ich, die beste Position. Die er so rausgefahren sind aus eigener Kraft, weil die Strecke eigentlich ja wirklich trocken jetzt am Schluss war. Ja, Platz 12 ist gar nicht so übel. Knapp hinterm Rodata. Beide Gitanos hinter sich. Das ist natürlich Gefahr. Sie ist etwas schneller geworden. Hat aber jetzt auch okay, eine trockene Strecke. Oi, oi, oi. Oi, oi. Boah, ich bin fast am Überlegen, mit Intermediates über die Zeit zu fahren. Gerade am Ende des letzten Sektors. Komm, wir hauen die Intermediates. Wir warten so ein paar Sekündchen. Und ziehen jetzt Intermediates auf. Die könnten komplett die falsche Entscheidung sein. Könnten aber genau die richtige Entscheidung sein, weil es jetzt anfängt zu regnen. Ich bin mal gespannt. Es fährt noch eine mit den Mädels raus. Okay. Es könnte aber schon zu spät sein. Selbst für uns war es zu spät. Wir haben auf jeden Fall die besseren Reifen. Das ist auf jeden Fall klar. Der Mädels jetzt gegen die Regenreifen, das sollten Welten sein. Obwohl vielleicht der Rosini sogar noch bessere Chancen hat als wir. Weil seine Strecke noch ein Tickchen trockener ist als unsere. Dann benutzen wir doch einen Intermediates-Reifen, aber alles klar. War eigentlich nicht so der Plan. Hol erstmal die Pole-Position. In die Box und direkt wieder rausfahren. Das könnte dann sogar noch eher was werden. Und Gilfett schneller als wir sogar. Das mit den anderen beiden. Okay, die werden auch nochmal schneller fahren, weil die Strecke nochmal trockener wird. Und haben wir vielleicht ein Doppel... Ne, Rosini für doppelt. Dann kommt Mudata, der hat schon noch dazwischen geschoben. Rausfahren mit den gleichen Reifen. Verdammt. Den gleichen Reifen nochmal rausfahren, bitte. Die Strecke ist nämlich jetzt eigentlich richtig gut für Intermediates. Da fahren zwar angefahren, ne? Aber die sollten noch in Ordnung sein. Ich weiß halt nicht, ob die Strecke wirklich so nass wird. Ja, da stehen alle noch sehr in der Box und die haben definitiv die schlechtere Strecke. Es wird wieder mehr Regen, dann genau in der Runde jetzt, wo wir draußen sind. Vielleicht nicht so extrem, dass die Intermediates halt Probleme machen.
Huh, fährt sogar noch vor uns. Okay, der hat sogar noch eine bessere Strecke als wir. Mal abwarten, vielleicht haben wir wieder mal die Doppelführung Huh und Reinders. Das gab es ja schon mal. 28.000 sind knapp an der Pole vorbei. Wir haben theoretisch noch eine Chance. Auf Frieden Intermediates. Die könnten mal aufziehen. Ich fahre mit Regenreifen raus. Wir könnten nochmal probieren. Ist die Frage, nutzt das was? Na komm, wir haben dann noch drei frische Intermediates-Reifen. Sollte auf jeden Fall fürs Rennen reichen. Drei Reifen braucht man definitiv. Es ist zu nass eigentlich für die Intermediates. Aber die Strecke wird ja trocken. Dementsprechend könnten wir am Ende die beste Strecke haben. Die beste Strecke haben. Bin mal gespannt, was die anderen erstmal hinlegen. Wird das vielleicht die allererste Pole für uns? Streckenverhältnisse sind für die Intermediates jetzt perfekt. Nicht zu trocken, nicht zu nass. Wir sind etwas langsam im ersten Sektor. Bin mal gespannt. Vorsprung auf die Bestzeit. Müssen zwar Geld zahlen, dann, aber das ist mir in dem Moment egal. Wir holen die erste Pole Position und das... Ja, deutlich. Aber okay, das ist wetterbedingt. Aber wir holen uns die erste Pole neben Team Kirov. Also das ist mal wieder so ein Ding. Danach um die beiden Panthers. Und dann erst Rosini und Steinmann. Wahnsinn. Wuhu. Erste Pole im zweiten Jahr. Ist okay. Zum zweiten Mal in der ersten Reihe. Nach dem, ja, überraschenden ersten Startreihe in Japan damals. Damals, ist ja schon so lang her, kommen ein paar Tage. Aber egal. Okay, Regen kommt noch lange nicht. Sie muss mit den Reifen fahren. Er hat die harten Variante, das ist auf jeden Fall der Vorteil. Wie lange halten die überhaupt? Ist eher die Sache. Das ist jetzt wirklich die Frage, wie lange halten die harten Reifen? Er vielleicht hart weich fährt oder medium fährt vielleicht sogar. Die harten Reifen weichen auf jeden Fall nicht. Dann heißt er fährt medium und dann vielleicht hart. Oder er fährt soft hart. Das kann aber auch schon wieder knapp werden, soft hart. Na, er startet mit mediums. Sie muss ja mit dem soft fahren. Dementsprechend werden wir auf neutral fahren. Und hoffen, dass wir etwas länger fahren können mit den Reifen, dann halt mit den Mediums bis zum Regen kommen. Los geht's. Start ist okay, wir behalten die Führung. Die Frage ist nur, wie lange. Der Panther zieht jetzt außenrum vorbei und der scheint aber noch. Die besten Reifen hat eigentlich Irui. Eigentlich eher Jebel, weil er den Mediums hat. Erstmal abwarten, wie lange wir eigentlich da vorne mitfahren können. Sollte eigentlich nicht so lang sein. Vor allem der letzte Sektor ist nicht unser Sektor. Da haben wir eigentlich ziemlich viel Zeit immer verloren. Okay, Jebel hat den Platz gut gemacht. Ein Panther ist auf Platz 13 zurückgefallen. Was ist denn da verkehrt gelaufen? Jetzt kommt es, dass die Top-Teams wieder vorne sind und uns eigentlich locker überholen. Obwohl wir eigentlich immer noch beiden Panthers, die beiden Rosinis hinter uns haben und direkt dem Steinmann hinten im Heck hängen. So, wir schalten mal wieder den Motor runter. Also Boxjob muss eigentlich jeder machen und der Regen kommt heftig. Der kommt richtig heftig. Nee, eigentlich doch nicht. Der kommt nur... Wenn ich gerade sehe, richtig sehe, kommt er nach diesem etwas höheren, etwas kleinerer Balken. Look, sie muss auf jeden Fall die harten Reifen aufziehen, um dann bis zum Regen zu kommen. Oh, Showers könnte sogar etwas zu früh sein. Die Top-Teams kommen jetzt rein. Also wir könnten Glück haben, wenn wir die harten Reifen aufziehen. Die Mediums sollten auf jeden Fall Medium-Medium-Variante sein. So, Ende der Runde kommt sie rein. Harte Reifen. Könnten fast bis zum Ende des Rennens halten. Ja, okay. Dann
Kann sie nochmal Gas geben, ihre letzte Runde hier? Medium, Medium ist halt, glaube ich, doch die sicherste Variante. Ne? Und auf mal dran. Boxenstopp war gut. Wir kommen aber hinter den raus, vor den raus. Ich weiß es nicht. In, ja, eigentlich genau dazwischen. Aber vor dem Bund. Na, ich bin gewohnt, dass Mac dir mit bei Red der letzte Saison noch gefahren ist. Wir sind genau dazwischen den ganzen Fahrern. Und Hu hat sich wieder vorbeigeschoben an uns. Ah. Oh, die Mediums sollten nicht reichen. Die Fahrer, die jetzt die Mediumreifen aufziehen, sollten nicht bis zum Boxenstopp kommen. Also bis zu dem. Zur Grenze kommen. Und hier für das Rennen. Ist die Frage, wie viele Runden er fahren kann. Wenn er bis zur 11. Runde kommt, muss er trotzdem noch die harten Reifen aufziehen. Und dann wird Intermediates die restlichen 10 Runden. Ungefähr. Ja. Ende der nächsten Runde kommt er rein, holt sich die Mediums und dann sollte er das dahin auch hier durchfahren können. Ja, nächste Runde. Ich weiß gar nicht, ob wir so ein gutes Auto haben mit Reifen schon. Sprit schon sind wir wirklich gut, aber das Feld ist noch sehr, sehr eng beieinander. Wenn ich das mal so sagen darf. Die harten Reifen sollten auf jeden Fall halten bis dahin. Wir stecken immer noch hinter dem Rosini relativ eng dahinter fest. Das ist ein Wunder, dass wir so gut mithalten können. Der fällt jetzt raus, kommt mit den frischen Reifen auf Platz 18 raus. Okay. Oh, Nabil, das wird eng. Jetzt sind die Panthers wieder hinter uns. Wir haben etwas Zeit. Huo ist jetzt wieder der Mann, der vor uns fährt. Ich glaube, wir können etwas aggressiver rangehen. Bei, hier ist die Frage nur, sie verliert erstmal einen Platz, aber wir müssen den Kirov kriegen. Und ich glaube nicht, dass die harten Reifen so lange halten, dass die durchfahren mit den harten Reifen. Also die, die jetzt neuen harten Reifen drauf haben, könnten es packen. Ist aber auch noch nicht ganz sicher, ne? Also 7 Runden muss man auch fahren. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Weil vielleicht dann doch nicht die gute Idee, ein bisschen Gas zu geben. Okay, man kann ja immer noch ein bisschen Reifen schonen. Zeit ist es ziemlich extrem, weil der Corsa richtig Punkte macht. Okay, die müssen jetzt in die Box. Die werden sich vielleicht die Softreifen aufziehen, dann ist die Frage, wo sie rauskommen. Okay, jetzt haben wir vor allem den Anschluss an die Rosinis verloren. Okay, ich glaube, die wurden aufgehalten von Hugo halt. Da können wir einigermaßen mithalten, Hugo. Das wird eine interessante Sache hier. Wer wann wo in die Box kommt. Bei den Rosinis, bei den Steinern bin ich mir noch nicht sicher, ob die wirklich bis zu diesem Boxjob durchkommen. Rufus, ich würde mal in die Box kommen, genau wie hier. Ja, okay, die kommen jetzt in die Box. Damit sind wir auf P12 und P15. Aber es müssen noch 3 Leute in die Box, das heißt, wir sind 9. Knapp außerhalb der Punkte. Mal wieder. Dann soll uns die Frage, wie lange halten die Mediums? Ne? Die sollten eigentlich durchkommen. So 9. und 12. Schober muss noch in die Box, das steht auf jeden Fall fest. Er war relativ früh in der Box. Aber beide Fahrer haben so ein bisschen langsam Reifenprobleme. Das könnte eng werden mit den Reifen. Vor allem er hat sogar noch mehr Probleme als sie. Okay, er fährt auf Medium. Es wird doch etwas enger mit den Reifen. Ich glaube, wir stellen mal etwas runter, so ein bisschen mehr schon, dafür ein bisschen mehr Gas geben. Damit wir wirklich auf die Intermediates wechseln können. So, da ist jemand in der Boxengasse, damit sind wir wieder 12. Hat am Platz verloren, schade. Oh, jetzt wird es langsam wirklich interessant. Der Regen kommt erst gleich und die Reifen sind so langsam bei jedem fast am Ende. Welche Reifen? Intermediates. Oh, das ist zu früh. Die werden kaputt gehen und das wird nicht reichen. Der Regen kommt jetzt.
Wann kommt man in die Box, ist dann eher die Frage der Fragen. Zu früh oder zu spät? Schwierige Entscheidung. Ich würde eigentlich fast schon sagen, die Reifen passen eigentlich noch. Er kommt rein, zieht sich in die Mitte, weil bei ihm können wir es halt noch eher riskieren als bei ihr. Na, ich glaube, das war doch keine gute Idee, aber okay. Sie kommt Ende der Runde rein. Kann nochmal alles aus dem Reifen rausholen. Ich bin voll gespannt. Die Intermediates-Fahrer sollten jetzt soweit eigentlich gut sein. Ist die Frage, wer fährt noch wie lange? Jetzt sind auf jeden Fall jetzt die richtigen Reifen. Zwölfter. Okay, jetzt wird es interessant. Die Trockenreifen sind auf jeden Fall die schlechteren Reifen. Dann könnten wir mal schauen, wo wir jetzt hier so rauskommen, wenn alles bereinigt ist. Also wir sind sehr weit hinten hinter Huo, aber in den Punkten. Und das aber relativ knapp nur vor dem Panther. Dann geben wir etwas Gas, weil die Reifen sollten die 5 Runden zumindest mal durchhalten. Vielleicht haben wir noch Glück und kommen noch irgendwie an Huo ran. Aber der Panther könnte eigentlich einen Strich durch die Rechnung machen mit Punkten, ey. Mal wieder. Sonst kommt der Starkregen. Der wird richtig aggressiv. Können wir auch. Ob die Reifen halten, ist was anderes. Sprit reichen sollte eigentlich kein Problem sein. Die Frage, ob wir halt aufholen auf Huo. Huo tut die Reifen schon. Kommen wir näher oder kommen wir nicht näher? Wir haben gerade fast eine Sekunde abgenommen gegen Huo. Die Reifen sind natürlich besser als die von anderen, weil die haben schon etwas länger drauf als wir. Der Gangwechsel. 19. Okay, wir müssen es jetzt. Okay, der reifenmäßig passt das Ganze. Spritmäßig reicht das Ganze. Es wird interessant. Wir haben jetzt wieder etwas aufgeholt, nur ein bisschen zwar, aber wir sind so langsam dran. Können noch etwas Motorleistung dazugeben. Besten Reifen haben wir nicht mehr. Jetzt sind wir ungefähr auf einem Niveau. Und sind direkt dahinter. Angriff! Zieh vorbei, komm schon! Volle Leistung kann ich ihr leider nicht geben, aber sie muss sie jetzt schaffen. Oh nein. Sprit geht uns alle. Achter. Achter und Zehnter. Wir konnten Gott sei Dank den Punkt mit retten. Auch wenn jetzt Blue Data langsam wieder näher kommt. Wir haben jetzt wieder 2 Punkte ineinander geholt. Aber das war. Dafür, dass wir von der Pole gestartet sind, war es ein schlechtes Ergebnis. Die harten Reifen haben genau gehalten. Ich glaube aber, dass sie eine Runde zu spät in der Box war. Was ich aber merkwürdig finde, selbst wenn wir gleichzeitig mit Huo reingingen, kommt Huo vorbei. Obwohl das Team Kirov nicht die besten Boxen das Team hat. Das hat Budator und danach kommen wir schon. Also, das wundert mich. Das ist halt wirklich das Team. Okay, hier ist wirklich immer eine Runde so Unterschied. Das kann man dann verstehen, warum. Ich hätte vielleicht auch doch reinkommen sollen in diese Runde. Weil ich glaube, Ende der Runde war dann doch die Strecke etwas zu nass für den Trockenreifen. Aber okay, wir haben einen Punkt geholt. Das ist vielleicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil Platz 5 ist ja das Ziel. Wir werden aber, glaube ich, wieder nur Sechster als Team.
was wieder schade ist. Dadurch geht die Zufriedenheit wieder etwas runter. Na, wir brauchen langsam das neue Getriebe. Erstmal die neuen Bremsen. Weil die haben wir noch gar nicht eingebaut. Aber Jebel macht mittlerweile auch einen guten Job wieder. Das muss man sagen. Also, der hat jetzt richtig... Okay, wir machen 333.000 Minus. Aber okay, wir haben einen Sponsor halt jetzt das Geld hochgedreht. Könnten wir jedenfalls auch runterdrehen. Nochmal. So, nächste Rennen ist in München. Okay, das ist, glaube ich, die kurze Strecke. Müssen kurz gucken, wie das Wetter da wird. Also wenn das Wetter so ist wie jetzt hier gerade heute in Deutschland, dann wird es eine ziemliche Hitzeschlacht. Warum es nicht letzten Sonntag so sein konnte in Hockenheim, keine Ahnung. Aber yeah. Ja, dann bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann beim Compli in München dabei seid. Bis dahin. Ciao.